einen frischen, kalten Sommermorgen aus Bad Schandau zeige ich euch hier. Es ist unglaublich, wir haben 9 Grad und es dürfte einfach nicht sein. Wir haben schon wieder Regen angesagt und Regen und Regen, auch für die ganzen nächsten Tage. Daher ist es durchaus möglich, dass das letzte Video dieser Tour wird, weil ich einfach nicht so viel dicke Sachen mit habe, wie man hier braucht. Ist echt ein Unding. Ich bin davon ausgegangen, wir haben zumindest immer so 17, 18 Grad. Das ist ja schon fast sommerlich. Aber 9 Grad und wie gesagt Regen andauernd, das zieht mich doch ein bisschen runter und ja, ist halt nicht so, wie es sein soll. Und dazu kommt ja diese ganze Corona-Scheiße. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber dadurch war ja auch erst eine Stunde, bevor ich in Urlaub gegangen bin, klar, wo ich überhaupt hinfahren konnte. Und das war ja diese Mecklenburgische Seenplatte, wo ich ja mit dem Wetter auch schon eigentlich Pech hatte, sage ich mal. 3 Tage gut und 4 bis 5 Tage mehr oder weniger nur Regen. Ganz schrecklich. Ursprünglich war geplant Richtung Süddeutschland, aber da war gerade diese Aktion, dass ich bei uns aus der Region dort nicht hin durfte. Und dann blieb nur rumtelefonieren, rumtelefonieren, rumtelefonieren. Und wie gesagt, eine Stunde bevor ich los konnte, hatte ich dann von diesem Campingplatz Buchholz von der Seenplatte eine Zusage, dass ich kommen durfte. Und habe dadurch Süddeutschland ja im Grunde dann auch sein lassen und nicht machen können. Und da ist jetzt halt durchgehend dieses geile Sommerwetter. Und hier ist es Ende Herbst gefühlt. Das tut der Landschaft nichts ab und. Ist alles super schön hier. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt hier meine letzte Radtour ist und ich dann wahrscheinlich morgen abbrechen werde und mich heimwärts mache. Aber jetzt genug gemeckert, genug genölt. Ich fahre jetzt Richtung Tschechien auf der linken Seite der Elbe und da geht es dann Richtung diesem See, wo die Kanus durch die Schluchten fahren. Ja, um diese Zeit liegen auch die ganzen Schiffe noch hier, diese Wanderschiffe oder Ausflugsdampfer. Was hier schön zu sehen ist, wo ich angekommen bin, habe ich das glaube ich auch schon mal gezeigt, gab das Eck. Wenn nicht, egal. Dort, wo diese kleine Sandbank an der Ecke zu sehen ist, sieht man rechts daneben ja diese gepflasterte Ecke und die stand bei meiner Ankunft komplett im Wasser. Also der Pegel hier innerhalb von 5 Tagen schwankt schon sehr. Trotz des, ja, meiner Meinung nach vielen Regens, verliert die Elbe deutlich jeden Tag an Wasser. Das sieht so angenehm aus, aber wie gesagt, diese 9 Grad fühlen sich echt sehr frisch an hier. Ich hoffe, dass zumindest jetzt die Sonne vielleicht noch so lückenhaft rauskommt mal. Ab Mittag ist Dauerregen angesagt. Ich versuche auch, dass ich bis dahin zurück bin. Der Wind ist jetzt auch nicht ganz ohne. Ich fahre jetzt gerade noch Schritttempo, damit das geht. Ja, Mütze auf, also Käppi. Mütze hatte ich erst in der Hand und habe mir gedacht, nee, brauchst du gar nicht einpacken im Sommer. Also auf den nächsten Touren Grundausstattung immer dabei. Die Regensachen, Handschuh, Mütze, Schal. Man ist so verwöhnt von den letzten Sommern, dass man das schon ausgeblendet hat irgendwie. Selbst schuld. Aber jetzt Konzentration auf das Herrliche vor mir. Das ist schon Tschechien, der obere Hügel, und da geht es jetzt erstmal hin. Das hier ist diese kleine Schiffswerft in Bad Schandau an der Oberelbe. Da muss man hier so über diese Schienen, wo sonst die Boote runtergelassen werden. Aber
schön, dass sich hier so Unternehmen noch halten können. Ist ja auch nicht mehr ganz selbstverständlich. Wenn man in diese Richtung fährt, sind auch unheimlich viele von diesen schönen kleinen Fachwerkhäusern her. Auch hier ist der Radweg auf der linken Seite der Elbe. Immer schön entlang des Wassers. Man hört zwar zwischendurch die Straße her, aber ansonsten auch eine idyllische Tour, könnte man so sagen. Ja, und so viel zum Thema Regen. Es soll trocken bleiben. Ich weiß nicht, ob man es auf der Elbe gut sieht, aber es fängt gerade wieder an zu regnen. Ich hoffe, es wird kein richtiger Regen. So wie gestern, da war ich auch sehr feucht. Also die Jeans hingen lange zum Trocknen über diesem Keramikheizer. Bin ich froh, dass ich den vorsichtshalber eingepackt habe. Da hatte ich zu Marvin noch gesagt, wo er sagte, ach, Heizung brauchst du doch nicht. Ich dachte doch, falls mal ein bisschen feucht ist oder so, dann kann man mal kurz durchheizen. Gut, dass ich zumindest den eingepackt habe. Das ist ja sehr nützlich, wenn man alles nass hat. Ja, hier nochmal deutlich zu erkennen, 1 Kilometer noch bis in die Tschechische Republik. Vielleicht wird daher das Wetter besser. Jetzt hier in Schmilka, Ortseingang, kommt rechter Hand ein Schild Fußweg. Und Radfahrer sollen sich links an der Hauptstraße halten. Würde ich nicht zwingend empfehlen, weil die Hauptstraße erstens sehr eng, kein Seitenstreifen. Und hier der Grenzverkehr ist morgens sehr, sehr zügig unterwegs. Oh, interessant. Steht wohl schon ein bisschen länger. Aber die Plätze hier sind definitiv nicht schlecht. Wenn die Sonne scheint, schön hier übers Wasser gucken. In die Richtung. Schaukel mal anders. Wie ihr seht, schiebe ich gerade ein Stück. Weil es ist halt ein Fußweg, ne? Und das ist Schmilka. Da habe ich ja in dem Video, wo ich hier gestartet bin, zu einer Wanderung schon einiges zugesagt. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so ausschmücken. Aber ist ein super schöner kleiner Ort, der auf jeden Fall eine Besichtigung wert ist. Und hier ist so ein nicht offizieller Wanderparkplatz, der kostenlos ist. Soll aber, naja, muss sich jeder seine Meinung drüber bilden. Will ich jetzt nichts groß Negatives zu sagen. Ja, und das ist jetzt der Grenzübergang Schmilka-Herensko. Bei leichtem Regen und Gegenwind. So eine kleine Einfahrt, wo auch nicht steht, dass man nicht reinfahren darf. Ich habe den Zufall gerade gesehen. Und da stehen hier 2 Wohnmobile direkt unten am Wasser. Das muss ich mir auch erstmal genauer anschauen. Wobei ich ja wieder Sorge hätte, da von der Wiese runterzukommen im Frontantrieb. Gerade mit dem Bulli, der ist da nicht sonderlich tauglich für. Ich denke mal, dadurch, dass das tschechische Seite ist, ist es vielleicht ja auch durchaus erlaubt. Ich muss mich da mal in das tschechische Recht einlesen, was die zu Campen oder Wildcampen niedergeschrieben haben. So, ich werde jetzt hier mal die Seite wechseln Richtung Gehweg, ist vielleicht sicherer. Der Platz gehörte doch noch zum deutschen Schmilka. Naja, ja, wie ihr seht, wechseln auf die andere Seite wäre Quatsch gewesen. Hatte kurz danach gesehen, dass der Gehweg da direkt endet. So, ab jetzt sind wir beim tschechischen Forst. Da steht auch nochmal Česká republika. Hier ist schon mal mein Ziel abgebildet. Sudetský Hirensko, würde ich es aussprechen. Vielleicht kann ja einer von euch Tschechisch und schreibt mir mal, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall erkennt man da schon so den Flößer. Würde ich gerne hin. Ob das klappen wird oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ihr und ich werden es gleich erfahren.
im Nieselregen. Nur mal so am Rande bemerkt. Ja, und hier so das übliche Bild wie an allen Grenzen. Travel Free Shop. Hier kriegen Sie fast alles geschenkt. Seht ihr da drüben den Bulli stehen? Direkt an den Bahnschienen? Da muss man schon so ein bisschen lärmresistent sein, um sich da wohl zu fühlen. Naja, hier sind jetzt so diese Wechselstuben, wird fleißig renoviert und eine Tankstelle. Ich war letztes Jahr hier in der Ecke auch einmal zum Tanken und das hat echt einiges ausgemacht. Aber da mein Tank jetzt nahezu voll ist, lohnt sich das nicht wegen, weiß ich nicht, 10 Litern oder was hier extra hinzufahren. Dort hinten in den Wäldern, dieser aufsteigende Nebel, ist ja schon schön. Ist das nicht ein interessanter Garten? Direkt unter der Felsplatte? Und dieses kleine Häuschen hier ist direkt, ja, schaut selbst, in und unter dieser Felswand. Ich würde mal sagen, hier jetzt bei der Touristeninformation bin ich im Zentrum von Hirensko, was nicht ganz schwer ist, weil dort hinten das große Haus ist der Anfang und dort hinten bei diesem Kentucky-Schild ungefähr ist der Ausgang und hier durch ist dieser schöne Fluss und auch dieses wunderschöne Hotel La B. eingeringt von diesen Sandsteinen. Und in die Richtung muss ich jetzt auch. Da steht ein Schild, die Klammen. Und wie ihr wisst, möchte ich dahin. Hier ist so eine schöne Übersichtskarte, Hirensko und Umgebung. Ich denke mal, dass man das so schon ganz gut erkennen kann. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, weil ich ja jetzt gerade hier bin und dann diesen Weg hier weiterfahren werde und hoffe, dass ich dann irgendwann dort an der Schlucht ankomme und alles Weitere wird sich dann ergeben. Dieser Aussichtsturm ist ja da, wo ich gestern schon fast war mit dem Rad. Daher schauen wir mal, was sich jetzt so ergibt. Auch ein bisschen, je nachdem, wie das Wetter ist. Also farblich ist ja hier alles immer sehr bunt gehalten. Ich finde es manchmal ja irgendwie skurril, aber andererseits auch ansprechend. Komisch. Auf der Seite ist oben so ein Kirchdach zu sehen oder eine Kirchturmspitze. Ja, hier sieht man sie nochmal ganz. Und es duftet hier schon extrem nach frittierten, was auch immer. Wahrscheinlich von den Imbiss daneben. Ja, auch die Kirche hier top saniert. Also diese Ecke hier scheint touristisch dann doch sehr frequentiert zu sein. Wie man vielleicht auch an diesen ganzen Sachen erkennen kann. Daher ist hier auch der Großteil in einem optisch sehr guten Zustand. Ich fahre gerade mal ein kleines Stück zurück, weil hier in dieser Seitengasse ist eine Pension, die müsst ihr gesehen haben. Es ist ja schon ein bisschen schaurig irgendwie, aber Hammer. Das ist doch wie im Märchen hier. Wow. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Feuerwache. Habe ich auch nur erkannt aufgrund der Ausstattung, die man durchs Fenster sieht. Aber interessanter fand ich das Männchen. Ist wahrscheinlich sowas wie der Schutzpatron der Feuerwehrmänner. Also dieser linke gelbe Bau hat doch ein bisschen was vom Gefängnis mit diesen ganzen Gittern, oder?
wer weiß, was das mal war. Kommt das hier gar nicht immer auf die Kamera, das wisst ihr, aber so eine Felswand hier, unheimlich beeindruckend. Und überall sind so kleine Wasserläufe oder Wasserfälle, die runterführen. Hier ist der Eingang zu den Klammen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich mein Rad hier am besten mal ankette. Weil ich nicht weiß, ne, da hinten steht schon Schild Radfahrer verboten. Ist zwar gerade einer durchgeradelt, aber in der Klamm hat ein Fahrrad eigentlich nichts zu suchen, denke ich mir auch. Daher werde ich es mal ganz mutig hier gleich anketten und hoffen, dass es im Nachhinein noch da ist, wo ich es stehen lassen habe. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich heute Morgen machen wollte. Die zuen Schuhe anziehen und nicht die offene Sandale hier. In der Klamm mit offenen Schuhen ist natürlich mutig, aber muss jetzt wohl sein. Also so einen offiziellen Platz, wo man sein Fahrrad jetzt hier abstellen könnte, gibt es wohl nicht. Ich bin überlegen, ob ich es einfach hier ans Gitter schließe. Ist zwar hier direkt im Durchgang, aber eine andere Option sehe ich gerade nicht, die halbwegs safe wäre. Sind die Nächsten, die mit dem Fahrrad durchfahren. Naja, ich schaue erstmal. Hier steht nochmal ausdrücklich, bitte nur markierte Wege benutzen, dass es sich um einen Park handelt. Aber das ist ja selbstverständlich. Und sollte vielleicht auch mal beachtet werden. Also ich bin auch nicht immer für diese ganzen Verbotsschilder, das wisst ihr. Aber ich denke mal, hier ist das durchaus angebracht. Die Natur hier ist ja atemberaubend. Ich weiß nicht, ob ihr den Vogelgesang auch hört. Das meine ich mit dieser wunderschönen Natur. Da ist das Wetter jetzt auch schon wieder egal. Die falschen Schuhe, die Fahrradtasche anstatt des Rucksacks. Das ist, wenn man morgen schon so verpeilt loslegt. Aber es wendet sich meistens zum Guten. Jetzt wird die Seite gewechselt über so eine schöne kleine Stahlbrücke. Hier waren gerade wieder zwei flotte Mountainbiker. So aus wie Schulmädchen mit Papa. Aber der Weg ist auch durchaus gut fahrbar. Hier geht es jetzt das erste Mal wieder so ein bisschen verschlungener, der Weg. Ja, auch wenn es dunkler wird hier drinnen, aber das ist schon unheimlich viele schöne Eindrücke. Ja, da wird gerade mit so einem Mini-Traktor und zwei Anhängern das ganze Essen hochgekarrt. Zig Burgerbrötchen, eine Menge an Plastikmüll, der da entstehen wird, durch die ganzen Einmalteller und so weiter. Aber das gehört zu den Ausflugsorten leider immer noch dazu. Und hier kommt der erste Rast- und Aussichtspunkt auf der Tour zur Klamm. Die Aussicht kann sich durchaus sehen lassen. Und hier ist wieder so ein kleiner Durchgang. Freue ich mich mal wie ein kleines Kind. Auch nicht schlecht. Hier ist so ein Warnschild, dass hier extrem Aufwindbereich ist. Und wenn man Hilfe braucht, auch die Erklärung, beide Hände nach oben. Heißt ja, ich brauche Hilfe und nur eine nach oben, eine nach unten heißt nee, ich brauche keine. Und dann besteht hier die Möglichkeit, dass man vom Hubschrauber rausgeflogen wird. Habe ich so vorher hier noch nirgends gesehen. Das ist hier mittlerweile ein richtiger Canyon, wo man durchgeht. Auf beiden Seiten diese Felswände und in der Mitte dieser Wasserlauf. Ich denke auch, dass da vorne schon, was heißt schon, ich bin ja jetzt schon 20, 30 Minuten unterwegs, die Schleuse sein wird, wo man dann diese Bootsfahrten machen könnte.
weiß nicht, ob ich das unbedingt will, aber ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ja, und hier geht es jetzt ins Dunkle. Da muss man so ein Stück durch den Fels durch. Aber das Ende ist auch schon zu erkennen. Und der Boden ist relativ eben. Also ganz gut zu laufen. Ja, sind auch noch ein paar Meter. Bevor es dann in das nasse nächste Dunkle geht. Ja, hier sieht man mal gerade gar nichts. Ah, da kommt Licht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir gut. Man geht auch weiterhin hier unter den Felsen her, über so schöne Holzstege. Und sollte auch den Blick in die andere Richtung ruhig mal würdigen. Von hier sieht man auch schön, wie die Flößer gerade ja, ihre Boote fertig machen. Ich bin noch zu früh. Die beginnen erst in einer Stunde offiziell. Deswegen kriegt man hier halt auch immer viel mit, was man sonst wahrscheinlich nicht so erleben würde. So wie gerade das Verladen der ganzen Lebensmittel und Bierfässer. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das im Winter aussieht, wenn das hier alles so mit Eis behangen ist. Auch an den Seiten, wo hier das Wasser so runterträufelt. Echt so eine Gegend, wo man in jeder Jahreszeit definitiv was sehen und erleben kann. Ja, jetzt stehe ich vor diesem tösenden Überlauf oder kleinen Wasserfall, wie man es auch nennen mag. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Und weiter darf ich nicht. Man hat hier gerade so einen Holzstamm vorgelegt von den Flößern. Ich sollte doch in einer Stunde noch mal wiederkommen. Werde ich natürlich nicht, aber ich werde noch mal wiederkommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich werde das Video nämlich jetzt hier beenden. Und denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Markus.